Hi, mein Name ist Tamara König und ich bin Videojournalistin, Filmemacherin und Moderatorin. Als Jugendliche war die Theaterbühne mein Revier. Heute bin ich unter anderem als Moderatorin fürs Fernsehen unterwegs. Mein Lieblingsspielplatz ist da die monatliche Sendung Bunter Leben, wo ich für RTS Salzburg unsicher machen darf. Jetzt geht's auf zum Hellbrunner Berg, da gibt's noch was Spannendes zu entdecken. Und weil ich so hungrig nach neuen Erfahrungen bin, probiere ich dabei alles aus. Dann werde ich mir auch mal aufs Bakeboard hauen und hoffe, dass das glatt geht. Und schön beide Beine gleich dran. Wir machen es schon. 2, 3 und los. Schau, ist jetzt gut. This was crazy. Beeindruckend war für mich auch, als ich in der weltweit größten Eishöhle auf den riesigen Eismassen herumschlittern durfte. Das ist die größte Eishöhle der Erde und außerdem natürlich eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Salzburg. Aufregend fand ich auch meinen ersten Flug mit einem Flying Fox. Und als ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Leichtflugzeug abgehoben bin. Was tut man nicht alles, wenn mit der Sendung pfeift, ne? Also los geht's. Tschüss, schönen Flug. Let's go. Und meine engste Moderationslocation war ein Kinderzug, der mich ins Wichtelland gebracht hat. Der Weihnachtswichtelzug bringt mich jetzt mitten in den Hellbrunner Adventzauber. Zeit, ein bisschen heile Welt zu tanken. Ab ins Wichtelland. Auch bei meinen Interviews mag ich es gerne ungewöhnlich. Uralte Bibliotheken, Würstel bratend am Lagerfeuer. Wir braten da gerade unsere Würstel oder verwegenerweise sogar in der Sauna. Und um so eine riesen Saunalandschaft zu betreiben, braucht es ja nicht wenig Energie. Heute als großes Unternehmen hat man da ja doch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Umwelt. Woher nimmt denn das Aquasalz seine ganze Wärme? Mein Ideal als Moderatorin ist es, natürlich zu sein. Und weil ich von Grund auf ein sehr neugieriger Mensch bin, versuche ich immer aus meinen Gesprächspartnern und Themen die spannendsten Fakten herauszukitzeln. Da draußen gibt es einfach so viel zu entdecken. Und am schönsten ist das gemeinsam.